Let's play Kingdom Come Deliver, Franz. Wir sind mitten in der reinsten Cliffhanger-Szene. Ich musste mir gerade ein Getränk holen und ein Stück Kokos essen. Ich zehre immer noch von meiner Kokosnuss. Mega gut. So, jetzt geht es gleich weiter. Ich glaube, wir lassen machen jetzt mal richtig schön einen auf dicke Hose. Die Wachen wollen uns ja nicht reinlassen, die Arschnasen. Und, das darf ich hier nicht kaputt machen. Das ist ein wertvolles Paket, ich freue mich so. So und so. Hallo Royal. Also. Oh, wir können. Wir sind voll der Kampfboy. Aber das sind natürlich auch Kampfdudes. Wir können sagen, ich bin Herrn Ranzigs Schmied. Das ist doch super. Wir haben ja 5 Royal Bonus. Sei vernünftig, ich bin kein einfacher Bauer. Ich bin Herrn Ratzigs Schmied und muss ihn sprechen. Und ich bin der, der dich aufhält. Hau ab. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich weiß, was Ehre und Pflicht bedeuten. Und meine Pflicht ist es, ihm zu sagen, was mit seinem Schwert geschah. Also gut, geh Ah! schon. Aber gib nicht mir die Schuld, wenn Herr Ratzig dir das Fell gerbt. Hallo? Arsch! Idiot! Wir sind in der Burg. So, wer verkauft uns denn hier mal einen Dietrich? Hi! Warum wächst du Hey! nicht? Hey! 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 Oh, Scheiße, hau ab! Wir haben die Option umhauen? Hallo Landstreichermann. Guten Tag. Gigabyte Update auf der PlayStation. Oh Gott, oh Gott. Wieso lungerst du hier Du rum? hier herum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Das ist ja traurig. Worum geht es? Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Bist also ein Taschendieb? Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Das lässt Das sich einrichten. Ich glaube, das bekomme ich hin. Um wie viel Geld geht es? Alles, was er bei sich hat. Die Hälfte gehört dir. Das kommt mir verdächtig vor. Das musst du wissen. Aber wenn du mir das Geld von Pastera besorgst, kann ich dir sicher den einen oder anderen Auftrag zuschanzen. Pansenkarl. Na dann. Hallo? Ey, wach, Dude. Wach, Dude. Wach, Was Dude. ist denn? Ich will mit dir Hey, sprechen. pass Ist auf. das so ungewöhnlich? Leute heutzutage. Ein Waffenschmied. Ups. Reifsteinschleife. Ich möchte die Scherbe schleifen. Okay. Oh Gott. Ich probiere gerade mehr Druck, aber. Okay. Winkel. Ja, okay. Okay, wir müssen nur kurz in die Hilfe gucken. Wenn du Klinge scharf halten und mit Reparaturset sparen willst, kannst du Schleifstein zum Schärfen nutzen, wie sie in jeder Schmiede findest. Näher dich am Schleifstein, bin gefolgt mit E, wähle die zu schärfende Waffe aus. Du musst die Waffe entlang der Schneide geschärft werden, das ist okay, das habe ich alles soweit gerafft. Raschdiebstahl ist schwer, vor allem von der Wache, speichere lieber ab, okay. Ich empfehle einen Winkel von zwischen 30 und 45 Grad, das ist historisch am besten, okay.
Ausgeführt ins Bett gebracht. Jetzt habe ich Zeit. Schön, Reiber, das ist gut. Grüß die mal. Ist die Klinge im korrekten Winkel zum Schlagstein halten? Ist der Winkel zu flach, wie die Schneide nicht geschärft? Ist der Winkel zu steil, machst du die Schneide stumpf? Okay, mit Leertaste hältst du den Schlagstein in Bewegung. Du musst richtigen Druck ausüben, um die Klinge zu schärfen. Er braucht Ausdauer. Drücke rechte Maus ist für mehr Druck. Ja, okay, das habe ich doch eben. Okay. Wenn es klappt, fliegen Funken. Okay, also Winkel, Kurbeln, Druck. Keine. Okay, ich hab. Bin ich doof? Raff ich was nicht? Also ich wollte nur mal kurz gucken. Also, das ist natürlich. Es passiert halt nichts. Also in keiner Position schleift es. Also ich würde ja intuitiv sagen, so wäre halt nicht doof, aber der. Ah, okay, Raffi, Moment. Ich muss die Maus nach. Ich muss die Maus dabei noch nach vorne schieben, glaube ich. Nee, dann dreht er den. Mehr Druck. Rechte Maus, hast du weniger Druck? Ich halte die rechte Maus, hast du gedrückt. Muss ich die öfter drücken? Also linke oder rechte Maustaste macht halt keinen Unterschied. Das wundert mich halt. Ah, Mausrad. Ach, Mausrad nach vorne drehen. Okay, sorry, habe ich nicht gerafft. Ich habe nur den Pfeil auf der Maustaste gesehen. Ja, ja, ich hab das Rote gesehen. Ich habe nicht darauf geachtet, dass das Mausrad eingefärbt ist. Ja, ja, habe ich doch Ja. Kriege ich ein Feedback, wann's gut ist? Ja, wenn es funkt, ist gut, genau. Einmal die ganze Schneidung gut ist. Okay, jetzt. Ja, okay. Sehe ich dann irgendwo? Gibt es dann irgendwie einen Buff auf das Schwert oder so? Scherbe, Schaden. Würde ich das irgendwo sehen? Das interessiert mich jetzt einfach. Weiß das jemand? Haltbarkeit 36, Zustand 99. Steigt der Zustand? Es ist wieder ganz, okay. Der Zustand ist es? Okay, gut. Das wollte ich nur wissen. Ich dachte, es gibt vielleicht einen Buff oder so. Hallo! Guten Tag. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist eisern, aber gerecht. Gottlob, er mischt sich in nichts ein, wie dieser Herr Ratzig da. Ranzig. Deswegen auch keiner über uns herfällt. Okay. Ich hätte gern einen Händler. Ich brauche nämlich. Was zur Hölle machst du da? Wer verkauft uns denn wohl mal einen Dietrich? Okay, wir sind auf 99%, das ist schon okay. Okay, schönes Minigame. Finde ich witzig. Hier wohnt der Rüstschmied. Essen, ich will Essen klauen. Hallo! Beste Grüße. Ah, der kann uns was reparieren. Er könnte uns unser Lederwams reparieren, das ist sehr kaputt. Das kostet 10,8! Uiuiuiui. Aber es ist wirklich fast kaputt. Aber wir finden was Neues. Was hat denn der zu verkaufen?
Uiuiuiuiuiui. Ein Schmiedeset, ein Grundsatz zur Reparatur von Waffen. Boah, 244. Söldner gespielen. Ich will, was ist denn der, was ist das teuerste? Ein kleiner Dolch. Der ist ja süß. Warum ist jetzt unser Gesicht unscharf geworden? 2,1k, zeremonieller Streitkolben oder eine metallplattierte Axt. Ich will den Streitkolben haben. 30 Blantschaden, ey. Boom. Wie kann man dem Typen klauen? Dafür brauche ich Geschwindigkeit 11. Okay. Ein Schmiedeset, ein kleines Schmiedeset. Okay, war nett mit dir. Wer bist du? Hallo, Ladenwache. Geld gibt's mit der Faustkampf-Quest. Ja, okay, die erzählen eh alle dieselbe Quatsch. Im selben Kappes. Ah, okay, so ein paar Ladebildschirm. Das Zeug liegt einfach hier rum? Schlaft ihr auch mal? Und ich kann die Sachen einfach so mitnehmen? Es gibt eine Bartaxt! Du siehst aus wie Taugenichts. Kunesch! Wer war denn Kunesch nochmal? Du hast also überlebt. Ah. Richtig beobachtet. Dem habe ich auf die Fresse gehauen. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Mir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich! Oh, oh. Ich könnte dich hier und jetzt töten. Willst du wenig, dass ich zornig werde? Du Bastard! Bastard. Oh. Okay, ich hab schon wieder... Dem haben wir schon mal eine reingedroschen. Was ist jetzt mit euch los? Muss mich kurz ein bisschen konzentrieren. Boom! So, Kunisch kriegt richtig eine reingebraten. Oh, ich habe einen Händler entdeckt. Au, 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 au! Okay. Wir sind voll gut. Volles Hund aufs Maul! Au, au. Oh, okay. Kurz regenerieren. So, jetzt kriegt ja hier mal eine Kombination reingebraten. Au, au, nicht ins Gesicht. Treffen meine Treffer eigentlich oder eher nicht? Oh, die Wache. Der kriegt aber auf jeden Fall Beulen. Ui. Okay, also irgendwie kann der uns gar nichts, kann das sein? Gibst du schon auf? Nee, ich lock dich jetzt erstmal. Was passiert denn hier? Oh, jetzt gibt's Damage. Oh, ich hab meine Ausdauer. Oh. Shit. Warum zum Teufel? Ich schlitz dich auf, du Stück Scheiße. Was? Okay. Macht mir ein bisschen Angst. Aua, nicht den Arm verdrehen. So.
Kriegst jetzt einfach immer der Reihe nach. Oh shit, ey. Ja, hier sind halt Wachen, da habe ich ein bisschen Angst, mein Schwert zu ziehen. So, der hat aber mal gesessen. So. Oh, jetzt kriege ich das ins Gesicht. Habe ich eine schwere Verletzung? Nee. So, jetzt ist aber doch mal gut, Kunesh. Wieso kriege ich jedes Mal sein Knie ins Gesicht? Wie blockt er die denn? Alter, der hat schon so viele Dinger kassiert. Oh! Okay, ich habe eine Körperverletzung. So! Alter, wie viel steckt der denn ein? Wieso kriege ich immer das Knie ins Gesicht? Ich habe einen Dachschaden? Warum? Ach so, da rechts. Oh ja, du hast recht. Nee, das ist... Aua. Ich bin hier drüben. Oh. Fotze. Hat der Fotze gesagt? So, Alter. Mann, wie lange dauert denn so ein Kampf? So, nein, das ist nur Stärke gewesen. Oh shit. Warum ist mir jetzt plötzlich ganz rot? Oh! Was ist los? Komm schon! Okay, also. Harte Attacken kann ich gerade vergessen. Oh, oh, oh! Geht's mir noch gut? Oh, 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 es geht noch, es geht noch, es geht noch. So. Was jetzt? Ich hab, okay, ich hatte scheinbar einen Debuff. Das wusste ich nicht. Also, das war tatsächlich... Das war tatsächlich mein Plan. Ich dachte, ich kämpfe und lerne und übe. Und hatte dann den Plan im letzten Moment. Ich hatte eine Wache von hinten umgehauen, Stadtwachen. Ah, okay, das habe ich nicht gerafft. Okay, ich hatte keinen Debuff. Mein Debuff war Dummheit. Okay, gut, wir haben wieder was gelernt. Ach, guck mal. Oh, Glück gehabt, es gab mal Autosave. Die Wache hat sich über ein gezogenes Schwert nicht gefreut. Okay, okay. Gott sei mit dir. Ach so, perfekt. Okay, alles ist gut, alles ist gut. Ich hatte übrigens eben nicht das Gefühl, dass das direkt einen Kampf auslöst, nur weil ich ihm gesagt habe, dass er ein Arsch ist. Okay. Wir sind minimal überladen. Das ist für einen Kampf natürlich nicht gut. Ach, die Schaufel wiegt 4. Okay, und natürlich der ganze Scheiß, den ich hier eingesammelt habe. Wie hart sind wir denn überladen? 0,9. Okay, zu dem Dude gehen wir, wenn wir wieder richtig boxen können. Meatbacker, bei denen waren wir ja überall schon. Hallo, Battle Bernd. Hallo, Alex. Und unser Alex! Was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Ach, lange Geschichte. Aber was ist mit dir? Wie bist du aus Scarlet entkommen? Das ist Alex ein Kumpel von uns? Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen und Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager.
Die hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Ratzig den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hunsfötte nur eine leere Burg mit einer alten Ziege drin vor. Hunsfötte! Dann hätte ich ihre Gesichter gesehen. Ich auch. Die habt ihr richtig an der Nase herumgeführt. Im Kampf ist es auch nicht so gut, wenn du statt auf sein Gesicht hast, seine Deckung vermöbelst. Ja, also, okay. Also ihr sagt immer, ich soll nicht auf das Graue hauen. Ich bin halt sehr farbenblind. Es ist eben das eine Goldene, das ist die einzige Richtung, in die man haut, oder? Die Nachbarn, mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Aus Scarlet stamme ich und... Ja, ja, ist ja gut. Glück und Gesundheit. Ja, auch. Mir ist aufgefallen, dass einige Scarletzer aussehen, als wären sie im Krieg gewesen. Was ist passiert? Es gibt da so einen Kerl, der Wetten abschließt. Wenn du ihn schlagen kannst, bekommst du Silber. Wenn du verlierst, musst du für ihn arbeiten. Aha, ich sehe mir das mal an. Sehr gut. Willst du nicht mal die Hauptquest weitermachen? Die Hauptquest. Ohne dich nerven, mach die Hauptquest, da lernst du das Kämpfen nochmal richtig. Ah, okay. Ja, dann akzeptiere ich's. Aber das ist immer ein großes Problem bei mir. Hauptquest ist immer schwierig. Ich mache immer eine Million andere Sachen und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr. Hallo? Hast du Dietriche? Hast du Axt? Nein, ich will nur eine braune Steppjacke. Die würde mir natürlich ganz hervorragend stehen. Forelle, Pfeil, Holzkohle, Johanniskraut, Schmiedeset, Schuster, ein Schusterset, Knoblauch, Langstreckenfall, Retterschnaps. Boah, der kostet 74. Wund? Ich dachte Wunderpfeil. Verkackte Nasensuppe. Ich will einen Dietrich haben. Wer verkauft habt denn hier einen Dietrich? Helft eurem Nachbarn. Hallo Handwerk. Ach, du bist auch ein Idiot. Hier, oh, hier können wir einen Marktstand eröffnen. Wir spielen das einfach als Handelssimulation. Von Luft und Liebe? So schlimm. Das ist der Schneider. Beste Grüße. Hallo Beastie Riot. Dietrich verkauft der Hehler. Okay, den müssen wir dann mal finden. Ärger mit der Gattin. Du hast uns gehört, wie? Sie ist ein gutes Weib. Normalerweise streiten wir nicht, aber Gott stellt uns zurzeit auf eine harte Probe. Kann ich irgendwie helfen? Ich bin nahezu adelig. Kann ich euch irgendwie helfen? Auf mich ist Verlass. Verzeih, Heinrich, aber meine Frau bringt mich um, wenn ich jedem davon erzähle. Aber ich bin wirklich fast adelig. Ich bin halt wirklich mega der gute Dude. Diese Gasse sieht so aus, als würde man direkt überfallen und geschändet. Uiuiuiuiui. Wie, der hat nicht auf? Alchemietisch, wo ist der denn? Was habe ich denn hier alles entdeckt? Wie entdecke ich das denn alles? Hallo, Wachenbernd. Na du? Was zum Teufel? Hey, oh, hier ist der Alchemist. Hm, die haben alle... Ach so, wie spät ist denn das? Wo kann ich denn das sehen? Karte? Nee. Wo ist die Uhrzeit? Was das wäre? Inventar, Spieler, Pferd. Vielleicht, wenn ich warten sage. Wo war denn warten? Ich wollte doch irgendwo warten. Über deinem Charakter. Über. Ach, da oben! Nee, es ist früh morgens, oder? Okay. Ach, dann machen die erst noch auf. Ich habe Fleischer entdeckt. Mhm. Können wir Hackwurst kaufen? Ich habe den Pranger entdeckt. Oh, das ist was für uns. Robin Hood! Es geht! Robin Hood! Glück und Gesundheit. Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Okay, das machen wir später. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Main Quest und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Wer bist du? Hallo! Hallo, Konrad Hagen. Gelobt sei Jesus Christus. Hä, hast du denselben Scheiß wie der andere? Bist du der gleiche Typ? Du hast ja dasselbe Angebot. Sogar mit dem Wunderfall. Crazy. Okay, wir gucken uns jetzt mal die Mainquest an und dann machen wir das mit dem Leichenausbuddel-Ding. Ja, es gefällt, also die Stadt gefällt mir super gut. Die ist sehr, sehr schön lebendig. Also irgendwie kommt mir das alles so vor. Es passt irgendwie alles schön zusammen. Bäcker. Und auch so viele, also dass es einen Fleischer gibt, dass es einen Bäcker gibt, dass es eine Kirche, also das ist so. Es gibt halt nicht einen Händler. Es gibt halt so verschiedene. Das finde ich total gut. Nee? War nur ein Scherz mit dem Öffnen. Oh, hallo! Ey, Girl! Ich bin halt. Oh, hier darf ich nicht sagen. Das finde ich übrigens schön, dass das gesagt wird. Oh, hier ist das Wirtshaus. Hier kenne ich mich natürlich aus. Hier links ist noch was finde ich geil. Mir macht das total Spaß, hier rumzukommen. Ist der Jäger? Vielleicht können wir mal was jagen. Mir ist übrigens aufgefallen. Dass ich, was kann denn der Jäger wohl? Hallo Jäger, kann ich was für dich jagen? Was ist mit deinem Gesicht passiert? Das sieht komisch aus. Gott sei mit dir. Ich wäre gerne ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Ich bin Anfänger. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Oh! 60 Geld kostet das. Lohnt sich das? Das müssen Vielleicht wir. Ein anderes Mal. Okay, da können wir einfach. Ui! Die Kunst des Aufbrechens 2. Wir können aber noch gar nicht diesen Armschienen. Was machen denn Armschienen? Wo würden die. Oh, Löcher! Die schützen den Unterarm. Alter, die sind aber richtig stark. Nicht schlecht, kosten aber auch 200 Geld. So viel habe ich nicht. Tschüss, Dude! Ich muss erstmal meine Hauptqueste machen. Und dann muss ich Alchemie lernen. Und dann muss ich. Ach Gott, es ist alles wieder so schlimm. Es ist übrigens nicht schlecht. Stupst mich manchmal mal wieder ein bisschen in Richtung Hauptquest. Das ist ein Nest. Ein Nest? Wie ein Nest? Kann ich jetzt Eier klauen oder was? Guten Tag, mein Name ist Eierklauen. Ach, da oben! Ich habe im Nest einen Groschen gefunden. Okay. Danke, mein Battleman. Ey, voll cool. Wir sind, seit wir das spielen, sind wir fast konstant bei 60. Also immer um 60 Leute. Das freut mich total. Also, ich weiß, liegt das jetzt daran, dass ich länger nicht da war? Oder liegt es am Spiel? Das finde ich immer sehr, 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 sehr faszinierend. Ich finde das total cool. Ja, ich dachte, hier ist ein Schießstand. Ach, der ist dahinter. Ey, wer bist du denn? Guten Tag. Glück und Gesundheit. Glück und Gesundheit. Zwiebeln und Raketen. Eine alte Beckenhaube. Die schützt mein Becken. Deine gewöhnliche Beckenhaube. Ich trage ja bereits. Eine gewöhnliche Beckenhaube. Sowas habe ich schon. Ach, guck mal, der verkauft auch schon. Oh, geil, zweiteiliger Eisenhut. Wie gern ich einen Eisenhut hätte. Ihr wollt mich in meinem Elend nicht allein lassen. Das ist mega lieb von euch. Natürlich nur am Spiel. Lumpidumpidump. Ach, da unten ist der Schießstand. Hey, Kapitän Rüsselgesicht. Was geht? Hey.
Arsch. Oh, hier kann man richtig abkämpfen. Hallöchen. Oh. Wieso können wir das nicht mopsen? Oh, das sieht genauso aus wie beim Bloody Baron. Bloody Baron war es, ne? Nicht Red Baron. Beim Witcher. Der hat doch auch tatsächlich... lecker, lecker. Ja, heute ist ein PlayStation-Patch online gegangen mit 19 GB, alter Lachs. Und die PlayStation hängt ja wahrscheinlich schön irgendwie in einem Schimmel-WLAN. Hä? Hier muss ich gar nicht hin. Was ist denn unsere Main-Quest? Ach, die ist da! Opa Lärchen, da habe ich mich einfach ganz schwer verlaufen. Na, wer hätte das gedacht? Hier darf ich sein? Hier sieht's so fancy. Oh, hier darf ich doch nicht sein. Ciao, ich hab mich nur vertan. Endlich ein richtiges RPG, wo man kein Superheld à la Witcher ist, sondern ein Normalo. Ja, das ist auch schön. Also mir, vor allem ist das auch noch Heinrich heißt der Dude, ey. Hier können wir die Wache Schlumpfgesicht beklauen. Das ist doch super. Wie kommen wir denn zu Arschgesicht runter? Und warum hängen hier Bojen? Nee. Was mir dazu eingefallen ist, erkläre ich euch in der nächsten Folge, okay? In diesem Sinne, bis gleich.